Herzlich willkommen zu Arc Aberration. Hallo, 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 hallo. Seht ihr, auch unser großer Neuer wünscht euch ein herzliches Willkommen. Ich habe gerade hier beim Aufräumen entdeckt, dass wir hier einen 68er Iguanodon rumlaufen haben. Und den habe ich mir erstmal ganz fix in die Kralle von unserer... Ah, es ist so dunkel hier, ich versuche mal ein bisschen heller machen, aber... Jeden Moment nicht, ist Nacht. So, da ist der Iguanodon, den habe ich uns in die Kralle gesteckt. Und dann wollen wir den einfach mal legen. Und wozu, fragt ihr euch? Weil es geht und weil er hübsch ist und weil ich Iguanodons im Allgemeinen sowieso mag. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich gehe noch ein Stückchen weiter weg. Wäre vielleicht besser. Bevor hier meine Armada loslegt. Das muss ja nicht sein, nicht wahr? So, lass mal gucken. Wir machen immer nur 26 Schaden. Dürfte dem ja eigentlich gar nicht so sehr wehtun. Und der ist auch schon fast so weit. Ach, der ist schon fast so weit. Wunderbar. Kriegt er noch einen in die Karkasse. Und dann dürfte eigentlich jetzt... Mit dem Schenkelklopfer dürfte er jetzt hier aus der Kralle fallen. Yeah! Gut, da haben wir ihn. Sehr schön. Ach, ist das cool. 68er Iguanodon. Eben war noch Nacht und jetzt ist schon wieder Tag. Was geht? Ach, wir haben nur 10% Nacht. Sehr schön, gut. Ja, ich würde sagen, ich bereite mal alles vor, dass der Igu hier schön wach wird. Der liegt ein bisschen unbequem, so sollten wir vielleicht hier so ein Kissen noch hin tun. Und wir sehen uns dann gleich. So, ich war mal eben an unserem Beet und da ist ganz schön was los. Also ich habe jetzt richtig wieder was gebacken. Also es hat sich ja gelohnt, da wirklich mal wieder diese Wild Dinos zu killen. Ich habe gelesen, Vegetables mag der Iguanodon, also schmeißen wir ihm hier mal ein paar... Ah ja, guckt euch das an, 100% Taming, wunderbar. Also schmeißen wir ihm mal ein paar... Maiskolben in den Bauch und ich glaube, die mag er auch. Dummer Rhyme. Na komm, 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 Kleiner, du bist gleich durch. Du bist gleich durch. Yeah! Iggy! Sehr schön. Dann folg mir mal bitte, Iggy. Wir haben gar keinen Iguanodon-Sattel. Und jetzt möchte ich mir dich mal angucken. Wenn es geht, ohne Erdbeben. Elohim, mach das Erdbeben weg. Los! Ja, aber auch so sieht er schon... Man kann ihn sich ja schon... Ach, ist der hübsch. Ich mag die Iguanodon. Also das ist... Ich finde, die sind super cool gemodelt. Und haben auch relativ gute Fähigkeiten. Ich werde meinen Sattel stricken und dann werden wir mal kurz mit dem Iguanodon eine kleine Runde drehen, denke ich. So, der Sattel ist fertig. Unser Iguanodon ist bereit für den ersten Ausritt. Bam. Die Iguanodon, die können zwei Haltungen einnehmen. Das ist einmal auf allen vier Pfoten und einmal zwei Pfoten auf zwei Pfoten. Ja, seht ihr ja, sind die relativ fix. Aber wenn es richtig vorwärts gehen soll, dann braucht ihr vier Pfoten. Und dann geben die auch richtig Gummi. Ich muss mal eben kurz raus aus dem Kameramodus. So. Und dann geben die richtig Gummi. Also, das hat schon was. Springen können die nur, wenn sie auf zwei Füßen laufen. Das hat also keinen Sinn, das zu probieren, während die im Vierer-Modus unterwegs sind. Aber brauchen sie ja denn auch weniger. Oder man timet das so ein bisschen, dass man halt kurz vor den Steinen, ne, wieder auf zwei Beinen geht und dann da drüber. So, jetzt lass mal gucken, was sammelt der denn? Wir machen mal kurz das Hut an. Ausdauer scheint er zu haben, noch und nöcher, das ist schön. Okay, er sammelt auf jeden Fall schon mal Samen. Mir fällt jetzt hier keine bevorzugte Pflanze, wollte ich gerade sagen. Keine bevorzugte Beere, das wäre, glaube ich, das richtige Wort. Keine bevorzugte Beere auf. Wir können uns das aber gerne mal bei Pilzen anschauen. Mhm. Also relativ viele von den, na komm, lass mal gucken.
Ah, er lacht noch, gut. Viele von den Narkopilzen scheint mir das fast der Fall zu sein. Und die Space-Taste, also lässt ihn einfach nur den Gegner verhöhnen. Ja, das ist auch schon mal ganz nett. Gut, also mit dem Iguanodon werden wir hier höchstwahrscheinlich nicht allzu lange überleben, so wie das eben hier aussah. Aber das macht ja nichts. Bringen wir den mal wieder nach Hause, weil eigentlich wollten wir ja mit dem Rock Drake mal so ein bisschen den blauen Bereich erkunden. Weil er hat echt genug Ausdauer. Ist nur leider nicht so schnell, dass er jetzt, sagen wir mal, von ein paar Ravagern wegkäme oder so. Aber ansonsten gefällt mir das ganz gut. Ja, okay, dann würde ich sagen, bis gleich. Wir fliegen gleich ein bisschen mit dem Rock Drake durch den blauen Bereich. So, ich räume noch ein bisschen auf und dann machen wir uns auch schon auf den Weg irgendwie. Nur noch einen Nachtrag zum Iguanodon. Ah, oh, der ist echt hübsch geworden. Ist echt ein hübscher. Ist das eigentlich ein R? Ich weiß es gar nicht. Ist ja immer wieder typisch bei mir, ne? Ja, es ist ein R, sehr schön. Der Iguanodon, soweit ich weiß, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, hat eine Option hier, Fruchtsamen im Inventar. Zap. Klatsch, klatsch. Und jetzt hat er eigentlich aus allem, was er eben noch drin hatte, oder mehr oder weniger aus vielem, was er noch drin hatte und das er in Samen umwandeln konnte, hat er Samen hergestellt. Ich glaube, so funktioniert das. Ihr könnt mich gerne korrigieren, ne? Ihr wisst ja, Kommentare sind dazu da, damit ihr meine Fehler korrigieren könnt. So, mal eben noch ein bisschen Stuff hier in die Box packen, damit die Tierchen nicht untergehen, während wir hier unterwegs sind. Ach, guckt mal, habt ihr gesehen? Schon voll hier die Futterbox. Kann ich gar nicht mehr so viel reintun, wie ich möchte. Okay, ist ja nicht so schlimm. Ein paar Wasserpilze und ein paar Champignons, die können wir gut gebrauchen. Das ist nicht verkehrt. So, die Narcotics hauen wir noch schnell in unsere Chemiewerkbank. Ja, das ist ein bisschen viel, aber was soll's, meine Güte. Können wir gut gebrauchen. Knarre, glaube ich, lass ich, wenn dann im Vogel. Wir werden nichts zähmen. Also wir werden uns jetzt mal den blauen Bereich angucken. Den grünen hatten wir ja schon. Und wenn es da was Interessantes geben mag, was ja durchaus vorkommen mag, besonders nach dem riesengroßen Kill Waldino, haben wir ja wieder einen guten Spawn. Und ja, schauen wir einfach mal. Gut, ihr Lieben, ich bereite noch ein paar Sachen vor und dann sehen wir uns gleich. So, ich bin vorbereitet, Depot ist vorbereitet, Depot ist unser fetter Rock Drake. Er hat jetzt auch einen Namen bekommen. Naja, ich meine, alle anderen haben ja mehr oder minder keinen Namen. Wenn euch was einfällt, sagt Bescheid. Aber ja, Namen, ne, sind nicht so wichtig, oder? Gut, aufgesattelt. Und da wir ja hier schon in der Ecke sind, würde ich behaupten, wir beginnen da drüben. Auf geht's. Husch. Wir beginnen mit einem langsamen Sinkflug in Richtung hintere Ecke des blauen Bereiches, meine Damen und Herren. Wenn Sie links herausschauen, sehen Sie was auch immer. Und wenn Sie rechts rausschauen, auch irgendwas. Hier, dieser Baum sieht danach aus, als sollten wir hier mal landen. Und das tun wir auch. Ich überlege gerade, ob wir direkt die Lampe mit einschalten, damit wir vernünftig was sehen. Und dass wir geschützt sind vor den Rock Drakes, wollte ich gerade sagen, vor den Nameless. Oder ob wir für die Stimmung einfach mal die Lampe kurz auslassen. Ich meine, wir müssen die sowieso wieder mal neu setzen. Bei The Island ist mir aufgefallen, dass ich da ja eigentlich andauernd Beleuchtung neu setzen darf. Oder halt das Winken neu setzen darf. Das war ziemlich doof, aber egal. Wir sind ja hier in Aberration. Gut, auf geht's. Machen wir mal Lampe an. Es hört sich eigentlich so an, als würde hier eine Schlange oder Basilisk oder so rumwuseln. Ich frage mich gerade, ja doch, wir haben sogar ein Vierer-Ei dabei. Also wir könnten rein theoretisch sogar sowas zähmen. Muss aber im Moment nicht sein. Gut, da vorne ist so ein bisschen Hauptstruktur von diesem Ark, denke ich mal.
Das ist so cool, dass wir hier eigentlich gar keinen Fallschaden haben. Eigentlich. Ah ja. Schaut mal, da ist auch schon wieder ein Igu. Ein 72er. Ja, alles klar, okay. Den zähmen wir aber jetzt nicht. Wie gesagt, wir sind ja eigentlich nicht zum Zähmen unterwegs, sondern zum Erkunden. Sehr schön. Wie ihr seht, ich habe das Hut jetzt erstmal komplett aus. Ich lasse es so lange, ich keine wichtigen Informationen brauche, auch einfach mal aus. Ah, oh. Zap. So, aber das werden wir überleben. Seht ihr, und da ist auch schon so eine Situation, wo ich mal ganz fix das Hut einschalten muss. Aber da haben wir 10 Sekunden jetzt noch. Leben wunderbar. Ach, ist alles spitze. Wollen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Schauen wir doch mal hier drüben hin. Was hier in der dunklen Ecke los ist. Ah, ist eine dunkle Ecke. Ja, gut. 2 Igus, sehr schön. 2 Iggis. Ach, das war die Ecke, die ich euch schon mal gezeigt hatte, weil hier dieser goldene Airdrop runterkam. Und damit sind wir dann eigentlich, da hier ja auch schon Seeker herrschen, da vorne kraucht gerade einer am Boden, sind wir auch eigentlich schon im violetten Bereich. Wir schauen mal eben, ob wir hier vielleicht ein bisschen Leben brauchen für unseren Rock Drake. Ja, ein Busy kann er, Busy was kann er vertragen, der Kleine. Das war's eigentlich auch schon. Gut. Dann hauen wir hier wieder ab. Hat ja keinen Sinn. Ist ja eigentlich schon violetter Bereich, wenn man das jetzt hier so sieht. Und dann gehen wir mal hier in die Richtung und schauen uns mal ein bisschen um. Kann gut sein, dass das 2 Folgen werden hier im blauen Bereich, weil der ist doch schon immens groß und hat auch ein paar Ecken, die ich zwar durch Zufall immer wieder mal, ja, gefunden habe, aber... Ah, da kommt auch schon einer von unseren Nameless. Aber ob ich die wiederfinde, ist eine andere Frage. Dann gibt es ja hier auch irgendwie einen Ausgang an die Oberfläche. Da muss ich euch aber ehrlich sagen, habe ich euch auch schon mal erzählt, traue ich mich nicht. Ich traue mich da alleine irgendwie gar nicht mehr hin. Ich habe da so einen Bammel vor. Denn unsere Rock Drakes, die stehen und fallen. Ja. Guck mal da, die will was von uns. Die finden uns nicht toll. Die stehen und fallen mit der Ausdauer. Und wenn da so eine Queen einmal auf uns drauf spuckt, dann ist die Ausdauer futsch. Wir können dann zwar noch kämpfen, aber wir können sonst gar nichts mehr machen. Und das ist, ja, gerade da oben ist das ziemlich kacke, würde ich sagen, ne? Oder? Ja doch, bestimmt. Cool, da hat sich ja hier doch einiges wieder... einiges getan. Eine Kröte hätte ich eigentlich auch gern. Also die fand ich in The Island immer ziemlich cool. Aber 116er? Oh, oh, oh. Jetzt, nee, nee. Ich habe keine Angst vor dem zu kämpfen, also mit dem zu kämpfen oder so. Aber eine 116er Krabbe, die killen wir jetzt nicht einfach mal so. Wir hatten hier ja eigentlich auch die Möglichkeit, was aufzubauen. Und somit bleibt die jetzt mal am Leben, die kleine Krabbe. Und wir gucken uns mal ein bisschen weiter um. Wir halten die mal im Hinterkopf, sage ich mal so. Ach, der arme Ankylo. Sollen wir ihm mal helfen? Ich weiß nur nicht, ob ich... Ah, da war wohl nichts mehr mit helfen. Okay. Die Krabbe noch hinter uns her? Ah, sieht nicht so aus. Sie lässt uns in Ruhe. Wow, guckt euch das an, wie viel Krabben hier rumhängen. Ist ja wohl nicht mehr normal. Lass mal eben einen Check machen. Check up. 108er. Ich werd bekloppt. Ich werd echt bekloppt, ihr Lieben. 16er. Da hinten die. 16er. Und? Ne, kann ich nicht erkennen. Ist ja auch nicht so wild. Da ist ein Rock Drake. Das wäre ein 152er Rock. Und da ist noch einer. Was geht denn hier ab? Blümchen, was hast du mir für einen Tipp gegeben? Hier hängen ja nur noch die totalen Viecher rum. 40er ist okay. Der 152er, der macht mir so ein bisschen Sorgen. In Bezug auf, wenn beide da sind, mache ich ja quasi nur den halben Schaden.
Aber was soll's? Wir haben keine andere Chance. Wir legen mal los. So, im Moment machen wir 351 Schaden. Das ist ganz in Ordnung. Jetzt kommt der zweite dazu. Jetzt wollen wir mal schauen. Geht. Wunderbar. Dann scheint das nur in der Nähe der Nester zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr da Infos habt. Dann haut mir die in die Comments. Ansonsten... ist das ja alles gar nicht so wild. Ich dachte jetzt wirklich, die kriegen irgendwie einen Partnerbonus oder so, wenn die hier oben auftauchen. Und dann hätte ich natürlich echt schlechte Karten. Aber mit den Hitpoints und dem Schaden, den wir hier anrichten... Oh, der wollte was zu essen haben, der Kleine. Ach, jetzt nimmt er sich den Lystro. Weg hier, Krabbe. Ich will keine 100er Krabbe töten. Das muss nicht sein. Okay. So, ich würde sagen, wir machen hier mal so einen kleinen Abstecher, quasi einmal eine Rundreise, um zu gucken, was sich hier so rumtreibt. So. Ach du meine Güte, schon wieder Krabben ohne Ende. Ist das da? Da ist ein Zwölfer bei. Oh, warte mal. Jetzt muss ich erstmal Orientierung finden. Okay, würdest du mal eben drehen? Danke. Wo sind wir hier? Oh, mir wird schlecht. Da ist ein Gigantopithecus. Ist nur für einer. Zeig mal. Schlecht, ne? Wenn der klebt, der Rock Drake, dann habe ich immer Probleme. Zwölfer. Zwölfer und 68er. Okay, dann machen wir die hier jetzt erstmal weg. Oh. Bam. In Purpose. Dürften drei Bisse sein oder so, dann ist die Krabbe weg. So. Knurz. Nehmen wir uns mal ein bisschen organisches Polymer mit. Wie krass, was hier jetzt auf einmal alles rumhängt. 60er. Cool. Noch ein 60er Kong. So, damit wir die Orientierung behalten, das hier ist dieser Rundlauf. Da oben ist unsere Basis. So, da oben. Und wir gucken uns hier diesen Rundlauf mal noch so ein bisschen an. Wow, schon wieder Krabben ohne Ende. So, mal eben hier runter, damit wir gut mit dem Fernglas arbeiten können. Ein Achter. Okay, brauche ich gar nicht so eine Angst zu haben wie eben. 24er, auch uninteressant. Die Metrodon. Ah, habe ich noch nie besessen, ne? Wäre ja eigentlich irgendwann mal an der Zeit, den mal zu besorgen. Ai, da macht aber jemand auf dicke Krabbe. So. Du kannst auch direkt wieder in einem Hochlevel respawnen. Ja, das wäre natürlich so eine Sache. Da hätten wir so bestimmt ein, zwei Folgen gut was zu tun, wenn wir mal im grünen Bereich die hochleveligen Tiere abgreifen. Und hier unten, je nachdem, was es so gibt. Also diese 112er Krabbe oder so, also die hätte ich schon gerne direkt mit eingepackt, mitgenommen. Aber das machen wir dann später. Wir gucken uns erst mal ein bisschen um. So. Und auch mal so ein Tipp für alle Violettgänger. Lockt ruhig Nameless ran. Also so ein Rock Drake, wenn ihr den tötet, der bringt euch nicht viel an Fleisch. Und da unten gibt es keine Pflanzen und euer Rock Drake, der muss ja auch immer ein bisschen aufgepumpt werden. Und wenn ihr Fleisch braucht zum Pumpen, gerade im violetten Bereich, da reichen euch die Rock Drakes nicht. Das geht so schnell durch, da habt ihr... Nee, das ist unsinnig. Aber dann lockt lieber ein paar Nameless ran. Die bringen immer gut Fleisch. Und sind eigentlich recht schnell zu killen, ne? Das kennt ihr ja selber, von daher. Gut, räumen wir mal ein bisschen auf. So viel brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich habe selber noch 50 Pfeile in der Tasche. Das können wir alles hier in eine Tonne kloppen. Lederchitin hat jetzt nicht das Gewicht. Da brauchen wir keine Rücksicht drauf zu nehmen. Im Moment nicht. So. Super cool zu wissen, dass wir hier wieder ein paar hochlevelige Krabben haben. Die dürfen ja auch noch ein bisschen überleben. Wir haben im grünen Bereich hochlevelige Beeren, auch sehr schön. Ein 16er, gut. Damit kann ich leben. Damit kann ich umgehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon mal mit Kröten unterwegs wart, aber Kröten sind wohl mit das Allerschärfste, was ihr haben könnt. Das ist
Ja, ihr braucht da schon so ein bisschen Geduld und Ruhe. Ihr müsst gelassen bleiben, wenn ihr mit denen unterwegs seid. Aber ihr glaubt nicht, was das für einen Spaß macht. Immer nur boing, boing durch die Gegend am Jumpen. Kaum jemand kann euch was, weil ihr schneller weg seid als... Oh, da sind zwei Gorillas gegen eine Schlange dran. Krass, wie cool. Ihr glaubt gar nicht, was das für einen Spaß macht. So, 80, 32 sind alle ziemlich gut drauf hier, die Kleinen. Finde ich super. Das finde ich echt super. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder hier in dem Randbereich zum Violetten. Die Ravager lassen wir jetzt mal links liegen. Wir die rein theoretisch natürlich auch nutzen können, später für unseren Fuhrpark. Wie gesagt, also gerade bei Aberration und wenn wir dann losgehen, noch ein paar hochlevelige... Da ist ein Basilisk. Ein paar hochlevelige Tiere besorgen. Was ist das? Basilisk 20. Ja gut, da brauchen wir uns jetzt nicht drum kümmern und da brauchen wir auch keine Angst vor haben. Die Folgen, in denen wir die hochlevigen Tiere suchen und zähmen, die werden natürlich wieder einiges an Vorbereitung brauchen und auch an Schnittzeit und so. Und wie ihr schon beim Infovideo mitbekommen habt, ich bin mitten im Umzug und habe dadurch natürlich noch weniger Zeit, als ich es eh schon zur Verfügung habe. Und von daher wird das alles ein bisschen dauern, aber Bock habe ich da schon drauf. Und dann könnten wir rein theoretisch mal mit so einer kleinen Armee entweder unten bei den Rockdrakes einfliegen und da mal ein bisschen aufräumen und gucken und machen. Komm, wir helfen mal den Iguanodons. Oh, jetzt habe ich den Iguano getötet. Shit. Ich wollte dem Iguano nichts tun, aber naja, ihr seht ja. Der Rockdrake ist ab und an mal ein wenig ungezügelt, ungestüm, der Kleine. Gut, wollen wir mal weiterschauen. Das ist ja, wie eben schon angedeutet, hier der Rand. Und das wäre eine eigene Folge. Also der violette Bereich, den haben wir schon mal recht, ja, gut durchschritten, aber nie wirklich untersucht. Das würde ich natürlich auch gerne mal machen. Wieso? Was geht hier ab? Wer kommt hier? Wer kommt hier wo? Seht ihr irgendwo irgendjemanden? Ach, hier die Ravager etwa? Wollen die sich mit mir anlegen? Na dann. Aha. Verminderten Angriff haben wir bei den Ravagern. Warum das? Ich meine, macht ja jetzt nicht viel. Gerade mit unserem Depot hier macht das nichts. Aber da ist man schon mal so ein bisschen geschockt. Bin ich auf einen draufgeflogen, ne? Habe ich versucht, auf seinem Rücken zu landen? Ja gut, dann darf der sich auch mal ein bisschen aufregen. Das ist eine Heilpflanze, die werden wir direkt mal nutzen. Gut, und damit haben wir hier den ersten Bereich unter unserer Basis quasi schon mal so ein bisschen durchleuchtet. Hier waren wir ja schon häufiger unterwegs und von daher habe ich da jetzt auch keine super Neuigkeiten erwartet. Aber diese hochlevelige Krabbe, das war schon der Hammer. 80er Rockdrake. Sollten wir vielleicht aus dem Weg räumen? Schauen wir uns gleich mal an. Wir haben ja hier noch eine Heilpflanze direkt zur Verfügung. Gut, 13.000 Leben und... Ach, jetzt habe ich auf Gewicht gepumpt. Nein! Egal. Wir kriegen sowieso gleich wieder ein Level up. Also irgendwann gleich. Und 351 Schaden ist ja schon eine Hausnummer. Damit können wir gut leben. Da kommt es jetzt auf einen Punkt im Moment nicht an. So, tschüss, kleiner Rockdrake. War schön, dass du dabei warst. Und wir gehen jetzt nochmal kurz. Das bisschen Leben wird wir verloren am Aufpumpen. Lass mal schauen. Wir haben gar nichts verloren. Alles klar. Der alte Sack hat nun mal wieder Panik. So wie immer. Schlangen und so weiter werde ich jetzt einfach mal mitnehmen. Ist immer ein cooler Snack für zwischendurch. Und wenn die hochlevelig sind, dann geben die ja auch nochmal so ein bisschen Erfahrungspunkte für unseren Rockdrake. Und dann brauchen wir uns mit dem auch nicht mehr schämen. Hier oder Atropleura, die mag ich ja besonders. Das sind ja meine ganz besonderen Freunde. Die haben mir in der Höhle so dermaßen den Hintern zerrissen. Na, da kann man schon gar nichts mehr sagen. Einfach hier eine Schnecke kaputt machen. So. Okay, ich bin gerade mal überlegen, ob wir vielleicht ein paar blaue Kristalle mitnehmen. Wir brauchen sie nicht unbedingt. Aber wenn wir sie schon mal direkt quasi frei Haus geliefert bekommen, räumen wir halt mal ein bisschen aus. Dann könnten wir, ja, guckt mal bei dem Fleisch. Da haben wir noch Lagerplatz en masse.
Würde ich sagen, hauen wir uns mal ein paar Steine. Geht ja fix. Obsidian brauchen wir nicht. Da Polymer und organisches Polymer ein und dasselbe sind. Genauso wie die Achatina-Paste und Zement. Lasst euch da also nicht ins Boxhorn jagen oder wie auch immer. Steine brauchen wir nicht. Da braucht ihr euch jetzt keine Sorgen machen, dass ihr Obsidian benötigt oder so. Nee, das ist nur bestimmt so eine kleine nette Anekdote von den Machern. Um jemanden wie mich aus der Reserve zu locken. Es ging mir nämlich genauso, dass ich dann gedacht habe, nein, Mist, jetzt brauche ich für Polymer auch noch Obsidian. Wo gibt's denn hier Obsidian? Nein. Aber wie gesagt, das ist halt nicht so. Okay, so, das reicht an blauen Kristallen. Müssen wir nämlich direkt mal schauen, ob das überhaupt was bringt. Wir haben hier 48, 50, 50 und 41. Wisst ihr was? Ich bringe das schnell nach Hause. Das ist hier nun mal eben da oben hingehuscht. Und dann machen wir hier an dem blauen Baum, machen wir dann weiter mit unserer Untersuchung des Bereichs. Gut. Gut, mir ist gerade aufgefallen, ich hätte ja fast die Stelle direkt hier unter unserer Basis, da oben ist Basis, direkt hier drunter unterschlagen. Aber ja, da treiben sich auch schon wieder 3 Krabben rum. Habe ich jetzt nicht überprüft, was das für welche sind. Können wir mal eben versuchen. Glaube ich zwar nicht, dass das so schnell so einfach hinhaut. Da sage ich doch, die Range ist einfach nicht hoch genug von dem Fernglas. Aber das macht ja nichts. Gut, da drüben wäre der Baum, zu dem wir wollen. Bam. Und dann können wir direkt mal hier unten gucken, ob sich hier irgendetwas Interessantes herumtreibt. Scheint aber auch nicht der Fall zu sein. Also wir sind von da gekommen. Da vorne ist der Baum. Und dann geht das ja eigentlich da drüben auch schon in den grünen Bereich über. Ups, irgendwas habe ich jetzt gerade wieder mal angehakert. Ach, so einen armen Dungbeetle. Nee, da gehen wir weg. Mit dem möchte ich mich gar nicht anlegen. Die haben es verdient, hier in Ruhe zu leben. Oh, ein Scheinhorn. Was bist denn du für eins? Oh, Schlange, Scheinhorn. Das Fernglas zeigt mir nichts mehr an. Ist auch in Ordnung. Kein Ding. Kommen wir mit klar. Der Dungbeetle ist immer noch hinter mir her. Zap, so. Haben wir mal eben aufgeräumt. Tut mir leid, Freunde, aber hättest du jetzt mal nicht so eine Ausdauer an den Tag gelegt, dann hätte das vielleicht auch was gebracht. Oh, oh. So. Die Ravager nehmen wir, glaube ich, noch mit. Sehr schön. Boah, der Mann aber gut. Gute Blutschaden, der Kleine. 72er. Schön. Entschuldigt. So. Jetzt muss ich hier mal eben die Orientierung wiederfinden. Ja, genau. Hier geht's hoch. Links rüber wäre dann der Aufgang zum grünen Bereich. 16er. Und die Ecke hier kennt ihr ja. So, und von der Ecke aus kann man auch wunderbar weiter in den blauen Bereich und in Richtung Baum. Und das werden wir uns jetzt noch kurz vornehmen. So. Ist das ein goldener? Dann würden wir eventuell von da starten. Also hier würde es so gemütlich runtergehen. Dann würden wir hier und da und dort. Hier würden wir ja eh an der Ecke vorbeikommen. Ist ja was, wir huschen da mal eben drüben hin und dann erkunden wir mal hier diesen See. Der ist auch ziemlich cool. Goldener Airdrop, immerhin. So, hier rennt ein Gigantopithecus rum. Der tut uns aber eigentlich nichts. So. Sehr schön. Nehmen wir mal alles mit. Und zwar nur Baupläne. Aber immerhin. Was bist du denn für einer, mein Freund? Da. 12er, okay. Hier haben wir eine Achatina. Würde ich sagen. Mal hier eben auf dem Berg. Nennen. Gucken wir uns da gleich mal um. So. Schon wieder ein Iguanodon. Richtig cool. Ist schon abgefahren. Ist schon ein echt abgefahrener Gegend. Aber ich glaube, so richtig interessant wird die erst, wenn wir ein bisschen weiterkommen. Halt wie gesagt, Wasser und so, See da drüben.
Das werden wir uns anschauen. Wir gehen mal kurz, da drüben ist doch, glaube ich, der Ranzen Violetten. Da werden wir uns mal kurz... Ach, hier ist sogar schon Wasser. Und Iguanodon, verfolgt von einer Art Ropleura. Das müssen wir sofort verändern. Jetzt greift die auch noch die Mulle da an. Ja, das ist aber jetzt unfair. Okay. Ach so, dann haben wir hier den... Ah, wir haben hier direkt den violetten Bereich. Ja, ja. Na komm, Rocky, das schaffst du. Ich weiß das. Da vollstes Vertrauen in dich. Gut, hier ist der violette Bereich, alles klar. Dann werden wir natürlich... Aha. Ja komm, dem helfen wir. Ja, Atropleura beseitigt. Gorilla gerettet. Wunderbar, kein Gorilla mehr im Nebel. Yeah. Gut, dann würde ich sagen, ihr Lieben... Den See und weitere blaue Bereich gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl, euer John Defool und tschüss.